Ja, es ist ja das vierte Dampflokfest, was innerhalb unserer Stadtgebiete und des Bahnhofes abläuft. Die früheren Dampflokfeste wurden von den Vereinen der Dampfmacher hier organisiert. Und auch diesmal war es nicht möglich, dass der Verein das machen konnte. Und wir von Seiten der Stadt haben gesagt, wir wollen uns wieder präsentieren, vor allen Dingen als großer Eisenbahnstandort, den wir mal gewesen sind. Und das geht auch nur mit einem Dampflokfest, wo eben viele Interessierte aus international, sage ich jetzt einmal, hier diese Dinge besuchen. Ist für uns ein Imagegewinn natürlich, wenn morgen vielleicht 10.000 Leute hier aus ganz Deutschland und aus dem Ausland hier nach Bebra kommen, um eben die Dampfloks zu sehen, zu fotografieren und mitzufahren. Ja, die Stadt Bebra hat mich angefragt, ob ich für sie den organisatorischen Teil, also Dampfzüge organisieren und den Ablauf plane. Okay, dann weiß ich Bescheid. Obwohl es auch ein relativ großer Kraftakt ist. Also während der Freizeit und neben der Arbeitszeit müssen dann die Fahrzeiten geplant werden. Sonderzüge, Dampfloks müssen angefragt werden. Die Gleise müssen bestellt werden, der ganze Ablauf. Die Kohle muss errechnet und bestellt werden. Das kostet eigentlich schon einen Haufen Zeit. Also meine Aufgabe war es dann halt an dem Tag vor Ort, das ganze Betriebliche im Rahmen zu halten. Also dafür zu sorgen, dass die Züge so fahren, wie es geplant ist, oder auch im Notfall dann schnell umplanen, dass auf jeden Fall die Züge rollen. Reisende aus Bad Hersfeld brachte 03.10.10 nach Bebra. Ja, und das absolute Highlight waren natürlich die Parallelfahrten auf der Rampe nach Sontra. Die andere Dampflok ist 50-36-10. Sie gehört der Firma Wedler und Franz Logistik. Die Absprache zwischen den Lokpersonalen, auch gerade bei den Parallelfahrten, das muss abgestimmt sein, das Überholen muss koordiniert sein und das muss halt alles dann vorab geregelt werden. Ja, mein Step in zur ersten Bergfahrt war ziemlich gut, die 03, knackig. Der Kerl, der hier so prollig daherkommt, half morgen schon diesem Eisenbahnfreund aus Unna. Wie, wo es hier zum Kuppelstampfen geht, ja, dann müsste der hier ungefähr 6 und 6. Ja, alles klar. Gut. Oh. Schönen Tag noch, ne? Ja, tschüss. Da waren beide wohl nicht so wirklich auf Sendung, weil, naja, standen am falschen Gleis. Das wäre heute mit Google Maps nicht passiert. Nachmittags an der ehemalig innerdeutschen Grenze nahe Hönebach haben sie dann aber mehr Erfolg. 50-35-01, die Meininger Werkslok, kommt mit einem kurzen Sonderzug nach Bebra. Die 50-35-01 aus Meining geht jetzt vorne an dem Parallelfahrzug nach Sontra. Die V100 geht an den anderen Parallelfahrzug als Schublock für die 01310 dran und die 01310 kommt gleich vom Wasserfass und geht wieder vorne drauf und dann geht es weiter. Und Viertel nach Plan, ja. Die Videoaufnahmen verliefen nicht nach Plan. Parallelfahrt nicht getroffen, nicht passend gestanden, aber kann passieren.
Vom Kornberger Tunnel bei Sontra zurück nach Hönebach. Die Meininger 503501 ist schon wieder auf dem Heimweg. Für uns ging es dann weiter zum Wartburgblick bei Eisenach, in der Annahme, die Lok würde gedreht. Ja, falsch gedacht. Im Fuldatal treffen wir am späten Abend dann noch 03:10:10. Sie brachte den Zubringerzug aus Kassel zurück nach Bebra. Als Fans und Reisende längst daheim waren, startete in Bebra der nächste Tag. Loks und Personale traten die Heimreise an. Aber erst nach einem kurzen Frühstück, organisiert vom Veranstalter. Die 03:10:10 startete ihre Reise in Richtung Norden, mussten doch zuerst noch die Wagen zurück nach Fienenburg. Auch wenn das jetzt schon 9 Jahre her ist, vielen Dank an die Stadt Bebra und das Organisationsteam um Tobias Mühlbach.